Willkommen. Sam Porter Bridges. Ja, wir sind auf einem langen, langen Weg. Dieser Weg. Achso, Entschuldigung. Wird kein leichter sein. Achso, Entschuldigung. Dieser Weg ist steinig und schwer. War hier nicht die Cutscene? Sind wir nicht hier mit dem Motorrad hängen geblieben, hier in der Höhle gewesen und sind wir da hingegangen? Nein? Okay. Vielleicht, egal, vergesst es. Vergesst, was ich hier sage. Wir wollen einfach nur weiter. Wir haben unfassbar viel Gepäck dabei. Aber ich sag mal so, meine Schuhe sind übrigens rot und gelb am Blinken. Es gibt einen Grund, warum ich die nicht wechsle. Ich möchte, beziehungsweise muss, am besten jetzt schon herausfinden, was passiert, wenn ich es nicht tue. Ne? Es ist für mich gerade relativ wichtig zu wissen, was passiert denn, wenn die Schuhe kaputt gehen. Und deswegen werde ich auch riskieren, diese Schuhe zu verlieren. Was natürlich gegebenenfalls richtig unschlau ist, wenn ich jetzt in deren Gebiet reinlaufe. Lass mir ein bisschen höher gehen, weil ich glaube, das letzte Mal sind wir ganz gut klargekommen, indem wir einfach weit oben waren. Ich sehe da hinten schon einen. Ja, genau dich meine ich. Eine Resine hier. Was ist das? Hat hier wieder jemand hingepinkelt? Ja, natürlich hat hier jemand wieder hingepinkelt. Nice. Gib einen Daumen rauf. Like. Ich kann ja nicht mehr pinkeln, deswegen muss ich den Leuten, die. Ja. Sucht gerade jemand nach mir? Muss lokalisieren. Wachtumscanner. Aber auch nur von Mools, die Fracht tragen. Oh, meinem Baby geht's nicht gut. Ich bin Sensoringe um ihre Lager. Ah, so. Es sind so einzelne Punkte. Ich verstehe. Das ist ja interessant. Mal eben kurz wissen, ob ich hier irgendwie in Gefahr bin. Ich glaube, ich bin weit genug oben. Ich habe nur ein Problem. Ich bin weit genug oben. Und dieses Problem bedeutet, wie komme ich wieder runter? Aber ich habe ja noch einen Kletterhaken und so. Also es sollte eigentlich kein Problem sein. Hoffe ich. Oh. Mal. Einfach so. Durch ein bisschen aufpassen. Hat noch jemand ein ziemlich ungutes Gefühl? Nein? Gut, ich auch nicht. Drei Stück. War übrigens so, wenn da jetzt von da oben irgendwer kommt. Ich muss mal gucken, was jetzt mit dem Ende meines Seils ist. Komm, rutsch mal runter. Ich will wissen, wie lang du wirklich bist. Komm, rutsch runter. Hallo. Und irgendwer hat mich gesehen. Oh, that's bad. So, ich habe nur noch wenige
Okay, Mädels. Ich kann mich gerade nicht schnell bewegen. Deswegen wäre es total toll, wenn du mich einfach in Ruhe lässt, okay? Oh, da oben sind die. Nicht zu schnell. Vor allen Dingen, wenn meine Schuhe halb im Arsch sind. Ich glaube, wenn ich ohne Schuhe hier lang gehe, dann fliege ich richtig hart auf die aufs Maul, glaube ich. Da hinten sind sie. Ich glaube, die sind irgendwie schneller als ich, habe ich das Gefühl. So, ich glaube, das war's. Das war. Okay, ich bin auch jetzt quasi raus aus dem Gebiet. Das Problem ist, hier vorne ist irgendwo noch mal ein BD-Gebiet, wenn ich mir nicht ja hier. Nice. Hier möchte ich gerne hin. Warte, kannst du das markieren? Nö. Gut, dann nicht. Dann halt nicht. Ja, das interessiert mich alles herzlich. Toll. Der Regen. Nicht aufgeben. Nee, ich habe auch irgendwie eigentlich nicht vor aufzugeben. Mein Problem wird natürlich jetzt irgendwie. Ich meine, ich habe Reparaturspray noch dabei. Ich habe echt viel Stuff dabei. Und das Schwarze da, das ist jetzt schon scheiße. Ich glaube, da ist die Brücke, zu der ich will. Und das ist tatsächlich vollkommen korrekt. Obwohl, das ist eine Leiter. Sehe ich die Brücke da gerade? Tatsächlich. Ich glaub, die Brücke ist noch weiter als ich eigentlich. Jo, geht halt alles kaputt, bitte. Und jetzt mitten ins BD-Gebiet. Was? Mit Ansage. Juhu. Wo war Luft an? So, okay. Nur da, weil ich das schon mal weiß. Außerdem, das sind meine, die schlechten Granaten. Warum habe ich so viel? Und das sind die Blutgranaten, 5 Stück. Weil die Dinger verbrauche ich natürlich zuerst. Ich sehe gerade dummerweise wegen der großen Fracht fast meinen Dingens nicht. Um den herum geht. Das Problem ist, ne, meine Fracht trägt jetzt Schaden und Schaden, aber ich denke mir halt ganz ehrlich, ich muss mich jetzt tatsächlich echt auf die BDs konzentrieren. Weil anders. Oh shit, da auch. Oh, that's quite interesting.
Baby geht's nicht gut. Der kann sich nicht entscheiden, welcher von den beiden näher an mir dran ist. Und Luft holen. Und da ist auch noch einer. Das ist dein scheiß Ernst. Der ist da hinten. Ist mir egal. Da hinten ist meine alles rettende Brücke. Ich sammle jetzt hier gar nichts ein, ihr könnt mich mal. Bist du der Leiterbeschützer oder was? Aber mit so viel Fracht ist das echt beschissen. Kann man den irgendwie auf die andere Seite packen? Lass mich raten. Ja, da bist du. In dich bin ich das letzte Mal beziehungsweise reingelaufen. So, wunderbar. Ich meine, ich sag mal so, wenn das immer so langsam geht durch das Gebiet, dann ist das natürlich. Wunderbar. We did it. I guess. I think. I hope. Und fast legen wir uns einfach hart aufs Maul. 13.000 Likes. Bin ich ja gerade. What? What's happening? Achso. So, meine Fracht ist jetzt halb zerstört und noch nicht mal. Ich bin noch nicht mal annähernd da. Wie wär's mit Sonne? Meer. Sonne. Hallo. Könntest du aufhören zu regnen? Bitte. Nein? Gut, mach euch weiter, meine Sachen kaputt. Danke dafür. Danke für nichts. Ups, nein, 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 nein. Warte mal. Wegstecken. Deswegen hat er die ganze Zukunft, weil ich die Dinger ausgerüstet hatte. Ja klar, gut, ja. That was the best idea I ever had. Ist auf jeden Fall super sortiert. So, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, ob ich irgendwas reparieren muss mit meinem Spray, bevor ich dann direkt weiterziehe. Terminal aktivieren. Liefern. Verlorene Fracht liefern. Tu das Ding da weg. Nein, wir recyceln noch mal kurz. Ich habe noch zwei Verankerungen.
So. Ach ja, richtig, das war ein, genau. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie es gern geschehen. Reconnect the world. Na, 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 na. Jetzt muss ich aber mal ganz kurz tatsächlich gucken. Ganz ehrlich, wir betreten mal kurz den privaten Raum. Aus dem einfachen Grund, dass ich ihn dringend pinkeln lassen muss, glaube ich mal. Ich glaube mal, der arme Junge ist jetzt seit Stunden, Tagen, keine Ahnung, seit Ewigkeiten nicht mehr pinkeln gewesen. Und darf es jetzt auch nicht mehr. Außerdem geht dem Baby dann vielleicht ein bisschen besser. Ausdauer wurde vollständig wiederhergestellt. Mit deinem blutgefüllten Blutbeutel wurde am Spind gelegt. Du willst ein Waschbecken? Oder was war das jetzt? Okay. Du zeigst auf Waschbecken, du bekommst Waschbecken. Und was willst du da jetzt tun? Wie wär's mit Hände waschen? Was ist denn nach unten? Setz dich einfach aus Waschbecken. Genau, das kannst du machen. Jetzt kannst du bitte. Nein, nicht wieder. Nein. Du sollst bitte pinkeln gehen. Occupied. Interessant. That should suffice. Glad to see everything's in good working order. Another of our new EX grenades, the number one. So named because it contains a vaporized extract formulated from your urine. Compared to our first iteration, this EX grenade contains a higher concentration of your fluids, which should make it more effective against BTs. Whenever you avail yourself of your private room's facilities, we will collect the results and produce additional units for your use. So you needn't worry about running out. Kann ich mich nicht auch einfach mitten ins Schlachtfeld stellen, meinen Dödel rausholen und die Dinger gleich anpinkeln? Just asking. Ich meine, ne? Man weiß ja nie. Ich würde mir das Blut da gerne mal abwischen oder so. Aber ich glaube, das kann ich nicht. Fehlt nur, dass er seinen Hintern gegen die Scheibe drückt. Nein, nicht höher. Nein. Kamera. Aus. Danke. Oh, hallo! Ich muss öfters duschen. Cool. Wir gucken mal eben kurz nach BB und dann ziehen wir weiter. Das nennt man beruhigen, ja? Verbindungsstufe. Ach du Scheiße. Quasi nicht vorhanden.
Okay. Wir wollen wieder raus. Achso, meine Energie wurde komplett aufge. Lass mich mal eben. Unleash the Beast. Gib meine Ausdauer jetzt so? Wahrscheinlich wieder, ne? Ja. Und das bedeutet, ich darf jetzt erstmal wieder massenweise Monster trinken. Das hätten die auch, also einen besseren Werbedeal hätte Monster aber auch tatsächlich einfach nicht bekommen können. Weil man muss jetzt locker vier von den Dingern trinken, bis man wieder maximalen Bonus hat, sag ich es mal so. Ja, oder reichen drei? Es reichen drei, glaube ich. Alright. Dann raus hier. Motorrad steht vermutlich nicht auf wundersame Weise wieder hier. Das habe ich schon befürchtet. Jetzt ist die Frage, wie sieht mein Weg aus? Ich würde mal behaupten, ich möchte gerne hierhin. In etwa. Nein, eigentlich hierhin. Achso, warte mal. Wo ging das? So ging das. Ah. Okay, da hinten. Haben wir mein Ziel. Sam, it's Hartman. Your friend and fellow doom sufferer. our affliction, such as it is, began with the beach, or rather, our discovery of it. Once the question of life after death was answered only by religion and philosophy. But when we learned of the beach's existence, death became something more tangible, knowable. The living soon walked the shores of the afterlife, while dead things, beached things, began to find their way back. And then came Dunes, and with it a host of theories advanced by physicians and psychologists, desperate to explain the world's newest mystery. The symptoms were duly categorized and stratified into levels. But repatriates like you are a singularly rare breed, worthy of a classification all your own. The specialists must have been climbing over one another to get a look at you. I wonder what they found. So, was mir gerade noch auffällt, ich möchte einmal ganz kurz gucken. 50, 14, 39, 39, 39. Die haben alle 39% verloren. Schaden 93%, witzig. Aufträge, mal ganz kurz wissen. Okay, es ist egal, wie sehr die beschadet sind anscheinend. Okay, dann ist ja gut. Das wollte ich nur wissen, ob die zu einem gewissen Grad nicht beschädigt sein dürfen oder so. Ich nehme fast schon an, darüber. Und wie ich schon sagte, ich habe das Gefühl, wir waren da schon.
Egal, wir werden sehen. Aber mit dem Bike wäre das vielleicht ein bisschen einfacher geworden. Aber ich hab den Fehler gemacht und bin mit dem halb kaputten Bike losgefahren zur Stadt, weil ich glaube, ich hätte das einfach hier in der Mitte lassen sollen. Und wäre jetzt quasi damit einfach dann repariert quasi losgefahren. Auch nicht wirklich. Es regnet. Regen gleich auch noch BDs. Ja, ich sehe schon, dass da auch noch BDs kommen werden. Aber ich muss hier lang. Ist ein bisschen frustrierend, muss ich gestehen, die ganzen Sachen hier zu sehen, die man sich theoretisch irgendwie unter den Nagel reißen wollen würde, aber man kann es nicht. Meine Schuhe machen jetzt gleich. Was ist der Unterschied zwischen den Ex-Granaten und den Blutgranaten? Ich meine, die Ex-Granaten, die verscheuchen die doch auch. Was ist der Unterschied? Also, pass auf, wir probieren. Jetzt ist er gerade her. Nein, okay. Das Problem ist, ich sehe da hinten schon wieder, ja. Das war's dann mit meiner Fracht. Die wird jetzt ein wenig leiden. So nah an denen dran. Was findet ihr nah? Ich sollte mich beeilen, weil ich muss jetzt gleich Luft holen. Sagen, war doch noch Platz. Wo? Noch nicht erkenntlich. Ich schlicht und einfach nicht lang. Ich habe ja auch, ich würde jetzt gleich aber halt wie gesagt mal diese Dinger probieren. Ich muss halt tatsächlich, wenn ich hier in so einem BD-Feld bin, muss ich echt gefühlt meine Fracht total aus den Augen verlieren. Also so nach Motto so, yo, eigentlich, ne? Zerstöre ich hier gerade meine ganze Fahrt. Wo hast du jetzt ein Problem? Wo siehst du jetzt hier noch jemanden? Schlecht. Scheinbar. Also. Hm.
Okay. Das ist natürlich jetzt echt schlecht. Die versch... Die okay. So, und du? Okay. Der Unterschied ist folgender. Bei dem einen werden die nur verscheucht. Bei dem anderen... gegrillt. So, ernst? Ich komme da ohne nicht vorbei. Komm. Also, das Ding zieht doch mal echt, wie es will. Ich sollte nicht noch mehr verschwenden. Ich weiß nicht mal mehr, wo ich gerade hingehe. Ups, ich hab grad geschrien, egal. Vor mir irgendwo ist noch einer. Das ist schlecht. Mein Baby mag das übrigens auch nicht. Wartet mal eben. Konnte ich ja nochmal meinen... Scheiße, in der Situation hier kann ich gerade mein Baby nicht beruhigen. Ja. Ich kann mein Baby nicht beruhigen. So, Mannheim. Ich schau grad mal. Entspann dich doch, mein Kleiner. Entspanne dich. Der Weg, dieser Weg, wird kein leichter sein. Das Problem ist, gerade verfolgt. Lasst mich alle in Ruhe. Ich muss dahin. Glaube ich zumindest. Bin ich hier untergestellt? Das wäre super toll. Toll, noch mehr Gegner. So, wie lang ist denn der Weg hier? Mal eben hier lang. Ich versuche jetzt irgendwie an den vorbeizukommen, ohne noch mehr Granaten zu verschwenden. Kind? Alles entspannt. Oder so. Ich höre jetzt nicht mehr im Regen, ist das nicht toll? Hier hört das Feld auf. Oh, meine Schuhe sind übrigens kaputt, falls das nicht aufgefallen ist. Ich glaube, jetzt sind sie bei 0% oder was?
like you've got an empty container there, huh? Feel free to submit junk like that to Bridges. You might not have a use for it, but we do. Okay, danke. 99%. Ja komm, den 1% schaffen wir auch noch. Wie geht's meiner Frucht? Nicht so gut, ne? Das Problem ist, mein Baby muss jetzt bitte mal sein Ding wegstecken. Das klingt jetzt falsch, aber ich meine es so, wie ich es meine. Mach mal Ruhe, Baby. Komm, pack weg. Pack weg das Ding. So, wenn ich mich nicht täusche. Na, bist du glücklich? Machst du wieder Herzen? Okay, danke schön. Dann gib Ruhe. Und wir stehen natürlich im Regen dabei, weil das total sinnvoll ist. Meine Schuhe. Immer noch bei 99% oder sind die jetzt mittlerweile gekillt? Zerstört, nice. Okay, dann wollen wir die mal anziehen. Stiefel sind die beste. Irgendwas. So, wo sind wir? Tja, irgendwo und nirgendwo. Der Regen hat aufgehört. Ich befürchte, es ist schon so ziemlich alles kaputt, wenn ich mich nicht täusche. Hallo. Ja, sagen wir minimal. Wir waren gerade echt ein bisschen lange in diesem Scheiß. Regen gewesen. Okay, und ich bin auf die Fresse geflogen, aber... Und jetzt wieder stimmungsvolle Musik, die mich immer und immer wieder an Life is Strange erinnert, muss ich gestehen. Wir können auch das Spiel spielen, wer kann schneller den Berg runterrennen? Die Pakete oder ich? So, da hinten haben wir unser, ja, unseren Hafen, unseren sicheren Hafen. So, wir sollten uns auf jeden Fall gleich neue... Ja. Wir sollten uns nachher auf jeden Fall neue Stiefel herstellen. Idyllisch. Bisschen Angst, wo ich hinlaufe, deswegen. Aber. So.
Vorsicht beim Rennen. Wir sind angekommen. Wie wär's mit anderen Menschen? Irgendwas? Nein? Port Nord City. Verteilerzentrum. Ja. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, viel Spaß mit Videos, euer Hedi.